Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal ein wenig hier in unserer Base ein bisschen rumkrempeln. Und dann werden wir mal schauen. Zuallererst, ich habe mir ein paar Sachen natürlich wieder aufgeschrieben. Nehmen wir hier mal ein bisschen was an Gold raus. Da haben wir ja ordentlich was. Und dann gehen wir mal einkaufen. Und zwar zu Hildir. Weil die hat vielleicht noch das ein oder andere für uns. Ja, die geile Mucke. Na, Eis, moin. Nun schau sich einer an, Mädels. Wen haben wir denn da? Achso, sie meint wahrscheinlich die beiden Mädels. Hallon klingt allerdings nach lieb dich wirklich. Sieh's. Klingt eigentlich nach einem Männernamen. Und Blaubeere? Na, okay, das kann natürlich ein Weibchen sein, keine Ahnung. So, und zwar, Hildir hat doch Klamotten. Und die Klamotten bringen uns ja wohl auch einen Bonus, wenn wir irgendwas an zum Beispiel so Feldarbeit oder so machen. Und hier wollte ich mir mal was Hübsches raussuchen. Orange, ja, keine Ahnung. Kopftuch, Tunika, Tunika rot, blau, gelb. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, Umhangstunika, Perlentunika. Ja, das sind alles Kleider. Ich würde schon eher zu einer Tunika tendieren. Hier, die hier, obwohl Perlen, Umhang, Tunika, einfache Kleidung. Keine Ahnung, da eine einfache Tunika. Nee, ich will hier schon irgendwie was, was 550 kostet. Dann nehme ich die hier. Komm, Perlentunika und noch ein Kopftuch. Das hier, das rote, war. Kosten ja alle 300. Ja. So. Sehr gut. Und wenn ich die jetzt anziehe. Ja. Oh, stimmt. Die rote Tunika habe ich schon mal gekauft, ne? Wegen Weihnachten. So. Und das ist jetzt unsere Arbeitsklamotte, wa? Dachte ich mir. Weil, wenn wir zum Beispiel Feldarbeit oder so machen, dann reduziert das ja die Ausdauer, ne? Ausdauer braucht für Basisgegenstand. Und Hammer ist ein Basisgegenstand. Und die, wie heißt es denn? Die Hacke und so weiter, ne? Das heißt also, wir verbrauchen jetzt weniger Ausdauer. Dachte ich mir, wäre angebracht, ne? Aber erstmal wechsle ich die Klamotte wieder. Und wir gehen wieder zurück. So, perfekt. So, dann würde ich sagen, wir gehen nach unten. Und ich packe die Klamotten, die ich gekauft habe, mal in die Werkzeugkiste. So. Und so. Und dann nehme ich die hier raus. Ich habe die zwar gerade gekauft, aber die brauchen wir jetzt gerade nicht, denn wir brauchen nur die hier. Also so viele wahrscheinlich nicht, aber ich nehme einfach mal alle mit, pack das Gold hier wieder rein. Und außerdem brauchen wir... ich wollte nämlich das Spalier erweitern und das brauchte Edelholz und Teer. Jo, haben wir. Hier ein Fuffi-Stack. Edelholz nehme ich mal das hier raus, keine Ahnung. So, ich glaube, das reicht schon. Und dann gehen wir mal zur Felderbase. Stopp. Stimmt, noch was anderes. Das können wir auch gleich machen. Wir nehmen ein bisschen Yggdrasilholz mit. Ich würde sagen, 10? Ja, 10 sollten, glaube ich, reichen. Und außerdem 10 Schwaden. Und dann wisst ihr natürlich auch schon, was wir bauen werden. Ein paar Fackeln. Damit es da mal ein bisschen beleuchteter ist, dachte ich mir, ne? So, Felderbase hier. Erst in die Nebellande-Base und Harz holen, ne? Ja, das mache ich zuerst. So. Zack. Und zack. Hör damit. Sehr gut. Und zurück. Sehr gut. Da schmeiße ich hier kurz ins Lootloch. Zack. Und den Rest brauchen wir ja. Dann gehen wir mal zur Felderbase. Sehr gut. So. Und ich wollte hier noch ein Spalier bauen. Machen wir das hier mit hin. Ich... hätte vielleicht ein bisschen Holz mitnehmen können zum Abmessen. Aber das können wir, glaube ich, auch mit... Ach stimmt, es gibt ja gar keine Edelholzbalken. Ups. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Dann reiße ich hier mal kurz das heraus. Ich baue es gleich wieder hin. Ich brauche nämlich kurz was zum Abmessen. Nach da oder nach... da? Eher nach hier, ne? So. Und theoretisch sogar noch ein frei. Oh. Ja, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. So.
Dann wäre das Spalier auch die Abgrenzung, ne? Ja. Gut. So sei es. Und wir müssen allerdings das Spalier einen nach unten machen. Warte, ich nehme mal den, damit das gleich aussieht. So. Und mach den nicht hier dran, sondern so. Ja. Sehr gut. Dann kann ich die hier schon mal nach oben ziehen, ne? Warte mal, Auto. Eins, zwei. Und noch ein. Ja, sehr gut. Dann nehmen wir den. Spare ich mir ein bisschen Friemelarbeit. Obwohl, ich mache glaube ich erstmal so, ne? Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ja doof. Okay. Gut, das müssen wir ja Gott sei Dank nur unten machen. Immer dies durchswitchen. So. Dann hier noch ein. Und so. Perfekt. Dann kann ich nämlich den hier kopieren und auf Auto lassen. So. So. Und noch ein. Und die baue ich jetzt erstmal, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob das... Ist das jetzt so hoch? Nee, ist richtig, ne? Müsste jetzt genauso hoch sein wie die Spaliere da. Weil ich die ja abgemessen habe, ne? Ja, sind sie auch. Sehr gut. Dann hier nochmal gegen. Dann das kopieren und das gleiche nochmal. So. Und ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu dicht dran an dem anderen. Wegen, wie heißt es denn? Dingens. Wegen Pflanzen, ne? Dass sie sich gegenseitig versperren. Aber ich glaube, das sollte klappen. So, huch, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn kopieren. So. Und so. Und dann haben wir das Spalier schon mal fertig. Die Trauben sind auch schon gewachsen. Her damit. Und dann nehme ich den mal raus. Da müssen wir dann auch zweimal pflanzen. Ne? Ich mache erstmal hier vor. Hier. Und hier. Und das gleiche auf der Rückseite. Nur die versetzten. So und so. Und hier wollte ich mal probieren. Wenn wir hier unten jetzt schon alles dicht... Da zum Beispiel ist noch eine frei. Wenn ich hier eine hinpflanze, verdecken die beiden das? Ich probiere es einfach. Und auf der anderen Seite haben wir hier zum Beispiel noch eine Stelle frei. So. Ich gucke einfach, ob es klappt. Das wäre natürlich der Hammer. Aber ich glaube nicht. Gut. Wir haben die Trauben letztes Mal schon geerntet. Deswegen sind hier keine dran, ne? Na gut. Ja, und hier, ey, wenn das dann zugewuchert ist, dann können wir hier sogar durchgehen. Freue ich mich schon drauf. Aber dafür muss das erstmal wachsen. Sehr gut. Und als nächstes haben wir dann noch die Fackeln. Und da dachte ich mir, verteilen wir die ein bisschen. Aber ich frage mich gerade, wie. Hier könnten wir eine draufstellen. Ich versuche da mal reinzuzielen, ohne was abzureißen. So geht's. Auf der anderen Seite auch. So, so. Perfekt. Dann noch irgendwie... Ja, schade, dass man die nicht an die Wand hängen kann, ne? Ist echt doof. Aber gut. Ich mach mal hier drauf. Und hier drauf. Und hier wollte ich eigentlich auch noch irgendwie beleuchten. Oh, oder hier oben drauf, wa? Warte mal. Da komme ich doch so hoch, oder? Wenn ich hier aufs Dach jump... Und dann, Moment, ich jump mal aufs Spalier. Nein! Runtergeratscht. Ja, das ist natürlich mies. Wir haben da kaum Grip. So. Sehr gut. Und dann versuche ich mal hier ganz an den Rand. Oben drauf. So. Und da auch. Ja, das sieht gut aus. Und hier nochmal. Da drauf und da drauf. Weil ich mich gerade frage, ob das überhaupt so viel bringt. An Licht. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal so. Sieht gut aus. Und... Ja. Ja, ich glaube, ich lasse das so.
Und wie viel haben wir eigentlich noch? Zwei haben wir noch. Dann mache ich doch noch einen hier drauf. Hä, warum geht denn das nicht? Man kann die nicht auf Dächer bauen, weil die zu schräg sind wahrscheinlich, ne? Dann mache ich die halt hier rauf. So. Nee. Nee. So, so nicht. Nee, ich mach mal lieber doch so. So. Und da hinten noch ein. Da laufe ich erstmal schräg. Mache ich einfach hier drauf. So. Zack. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. Immerhin ein wenig. Besser als nix. Und außerdem Honig. Schon klar, wir haben zwar noch ordentlich was. Und ich glaube, wir haben noch was auf Halde. Also im Speicher. Aber da wir jetzt in letzter Zeit so viel Met gemacht haben, habe ich gesehen, dass das doch schon ein wenig weniger geworden ist. Also her damit. Jo, unsere Honigstraße funktioniert. Sehr gut. Ja, und dann sind wir hier durch. Das war's auch schon, was ich hier machen wollte. Also zurück. So, dann laufen wir mal rüber. Und das bisschen, was ich hier habe, sortiere ich eben fix ein. Das heißt, wir haben hier Magie-Stuff. Rein damit. Holz, Teer und Edelholz. Teer, Edelholz. Dann die Samen. Halt, erstmal reparieren wir das Ding hier. So. Packen es ins Werkzeug, in die Werkzeugkiste. Dann haben wir hier die Samen, die kommen wieder rein. Beeren. Und Honig. So. Sehr gut. Genau 100 kriegen wir jetzt immer zusammen. Sehr geil. Und als nächstes gehen wir mal kurz nach oben. Ich weiß nämlich nicht mehr genau. Erstmal das Stuff, den Stuff. Schon wieder ein bisschen wuselig, ne? Den Stuff auf jeden Fall. Und die Rüstung hatten wir ja, glaube ich, schon gemaxt. Die Bögen auch. Ich glaube, die hier muss noch. Der hier muss noch. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles, ne? Ich habe die Waffen alle. Komm, ich check's mal eben. Ich mache das sogar so, dass ich es direkt wieder. Ich mach mal so. Vier ist ja das höchste. Ja. Der ist auch vier. Der Zerstörer war auch vier, meine ich. Ja. Die bin ich ja schon alle durchgegangen, ne? Ich guck lieber nochmal nach, aber die sind auf jeden Fall alle gemaxt. Sehr gut. Dann die Rüstung war ebenfalls gemaxt, wenn ich mich recht entsinne. Jo. Ich mach mal kurz so, so und so. Halt! Der Federumhang nicht, ne? Huch, nein, 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 nein. Nicht anziehen. Zwei und vier. Und dann müssen wir den noch upgraden. Das mache ich mal wieder nach oben. Den hier upgraden. Das hatte auch Maria geschrieben. Den. Und natürlich das Stuff, der da unten liegt. Das kostet eine Menge Eiter. Aber ich hoffe, wir haben es einfach über. Denn ansonsten, ich schau mal kurz, fehlt noch der Troll-Stuff. Dafür brauchten wir, glaube ich, kein Eiter. Ich schau mal eben. Nein, brauchten wir nicht. Und für Dunder auch nicht. Sehr gut. Das heißt, sämtliches Eiter, was wir jetzt haben, können wir benutzen, um diese Sachen hier noch aufzuwerten. Sogar theoretisch die Federumhänge. Aber erstmal die Stäbe, ne? Halt. Achso, da bin ich ja schon bei Aufwerten. Gehen wir mal von unten nach oben durch. Und zuerst nehme ich die Geilen. Also hier. Wir brauchen Yggdrasilholz. Hier. So. Dann. Oh. Ich habe gar nicht genug Platz im Inventar. Einen Moment. Ich schmeiß mal hier. Der ist schon fertig. Die Robe. Oder soll ich erstmal die Robe upgraden? Warte mal, was kostet das denn? Dann haben wir das nämlich hinter uns. Ja, mache ich die erstmal, glaube ich. Ich packe mal das Yggdrasilholz hier hin und nehme hier einmal Stoff raus und Eider. Ja, das ist ganz schön teuer, aber was soll's. So, einmal. Zack. Dann nehmen wir uns nochmal Magie raus. Alter, das ist jetzt hier ein bisschen zu blöd. Der ist fertig. Also das hier und so. Und Stoffe so. Dann tragen wir zwar zu viel, aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um auch den Rest fertigzustellen. Aufwerten.
Die hier. Zack. Und was fehlt noch? Weitergewobene Robe. Ach so, das braucht 24 Stoff. Ja, dann nehme ich hier noch 4 raus. So. So sei es. Aufwerten. Und die ebenfalls. So. Dann schmeiße ich die Robensachen dahin. Die andere habe ich hier hingeworfen. Die schmeiße ich auch mal dazu. Das sind die Sachen, die fertig sind. Dann das Yggdrasil-Holz haben wir. Und wir brauchen das Eiter und Frostdinger. Also bei Eis, die hier. Dann können wir den Froststab nämlich schon mal aufwerten. Sehr gut. Der kommt auch dazu. Als nächstes, beziehungsweise als letztes, ne? Der Feuerstab. Ach nee, genau, der Totenkopf kommt ja auch noch. Eis kann wieder rein, aber dafür brauchen wir jetzt Surtlingskerne, ne? Ich glaube ja. Und außerdem noch mehr Eiter. Oha. Und da ist es auch schon wieder weg. Naja, gut. Hä? Moment, ich habe eine Zutat. Ach so, mehr Holz. Gut, ich dachte schon, was für eine Zutat habe ich denn jetzt verkackt? So. Oh oh. Kein Yggdrasil-Holz mehr gleich. Das ist ja Gott sei Dank das Letzte, was wir brauchen mit Yggdrasil-Holz. Aha. Gut, dann packe ich den auch weg. Und dann gucke ich mal, was braucht denn der Schädel? Der braucht ja kein Holz, ne? Der braucht Knochen. Und außerdem Skelette. Skelettköpfe. Die haben wir ebenfalls. Das kommt hier erstmal rein. Ach ja. Oh Mann. Yggdrasil-Holz auf to farm. Kopieren und einfügen. Yggdrasil-Holz. Ja, da ist er verzweifelt, ne? Ja, freut er sich doch. Sich mal entscheiden. Dieses mehrfach ausrasten. Ja. Und hier kann ich so machen. Sehr gut. Außerdem neues Essen, neuer Met, das haben wir alles schon. Werkstatt, Aussichtsplattform haben wir auch schon. Sehr gut. So schnell können die To-Dos doch fliegen. Aber ich brauche noch Knochen. Oh. Die müssen wir auch wieder hochbringen. Kann ich gleich mal machen. Und was war das noch? Die Trophäen hier, ne? 6 Stück. So. Und dann gucken wir mal. Aufwerten. Ach so, das braucht noch mehr Eiter. Das letzte Eiter, was wir haben. Ich glaube, dann wird das doch nichts mit den Federn umhängen, oder? So, aufwerten. Zack. Haben wir den auch endlich. Und damit haben wir sämtliche Magiesachen durch, ne? Und jetzt schaue ich nochmal, was würde es denn kosten, die Federumhänge aufzu... Ja, 6. Und den 9. Ja, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Kann ich nicht. Brauche ich nicht. Dann lasse ich das auch sein. So, die Magie mache ich hier rein. Feuer dort. Knochen hier. Außerdem nehme ich hier mal 1, 2, 3, 4. 6 raus. So und so. Die lege ich mal hier vor. Hier so. Dann wissen wir, dass wir die noch wegbringen müssen. Und dann würde ich die Umhänge tatsächlich so lassen. Die könnte ich mal reparieren. Oh, Nacht. Dann gehe ich auf Asquin Jagd. Warte, warte. Den schmeiße ich hier hin. Und ich nehme mir Kräuter. Hier vorne die Hälfte raus. Warum habe ich denn den Hammer? Ach ja, na klar. Der gehört auch mit hier auf den Haufen. Und wir ballern uns gutes Food. Haben wir. Und was war das noch? Die Harpune, die haben wir oben. Tränke haben wir ja auch en masse. Und ich habe mir die Harpune hier direkt bereitgelegt. So, und hindurch. So, und jetzt keine Zeit vertrödeln. Energieschild und let's go. Direkt hier runter. Pilze und Straußenfahne aufgesammelt, das wir finden. Und ich schaue mich um. Oh, Gott sei Dank ist das Wetter etwas klar. Sodass man doch wenigstens Silhouetten sehen kann. Also ihr wahrscheinlich nicht, aber ich. Ich sollte die Kapuze aufsetzen, ne? Ich glaube, das mache ich, sobald ein Aspen kommt.
Ich sehe hier gar nichts. Ich gehe mal kurz hier hin. Ich höre was. Da ist einer. Gut. Da ist ein Quarkoter Krieger. Ich hau mal kurz ab. Stell mich hier auf diesen... Oder hier hinter den Felsen und setz meine Kapuze auf. Oh, da ist er ja schon. So. Tschüss. Und ich mach mal hier den. Der hilft mir ein bisschen. So. Verdammt, der hat mein Schild zerstört. Aber ich habe ihn gekillt. So, Energieschild. Ich glaube, ich baller mir auch mal den Trank, ne? Den Mana-Trank, weil das ist ja ein Buff-Trank. Und keiner, der uns schnell auf einen Schub etwas gibt. Sondern der erhöht ja einfach permanent die Regeneration. So, weitergesucht. Keine Zeit vertrödeln. Hier waren doch so viele. Wo sind denn die alle? Da ist einer. Hinda. Da ist einer. Da ist noch einer. So. Ich lauf mal hier hin. Aua. So. Und 7. Daneben. Und noch eine Ranke. Schön reingeballert, damit die sich auch schön nicht bewegen können. Wegen Frost. Da ist noch einer. Da mache ich mir nochmal eine frische Wurzel hin. So. Gib mir den Loot. Das ist der von da hinten, ne? Sehr gut. Haben wir den auch schon mal gekillt? Und... Piu! Auf Wiedersehen. Der mit einem Stuff. Und wir gehen nochmal nach da hinten. Weil da waren auch Asquins. Da haben wir das eine Mal auch den 2-Sterne-Asquin gesehen. Aber sprechen wir nicht drüber, ne? Das ist nie passiert. So, den kill ich mal eben. Tschüss. Und dann hier lang. Da oben war er drauf. Das weiß ich noch. Das ist aber nichts. Schade. Ich dachte eigentlich, die Spawnpunkte bleiben. Also, wenn da schon mal einer gespawnt ist, dann spawnen da auch immer wieder welche. Aber sieht nicht so aus. Ich guck mal nach Bewegungen. Ich sehe aber nichts außer ihn hier. Ja, komm mal ab. Und die kann ich auch abhauen. Daneben. Ich laufe nochmal nach hier hinten. Ich glaube, hier hatte ich mich das letzte Mal auch verirrt. Aber wir haben erst jetzt in der Map markiert. Das passiert mir nicht nochmal. Gut. Ja, aber hier ist gar nichts. Nicht ein Asquin. Ist natürlich mager. Da ist, glaube ich, einer. Oder ist das wieder ein Stein? Da ist wieder ein Stein. Na toll. Ich laufe mal hier um den Lavasee rum vielleicht. Nix. Nö. Ja, hier ist ein Pilz. Den nehme ich mit. Autsch, da habe ich sogar noch getroffen. Dreist. Daneben. Und ich lauf mal. So. Ja, euch ignorieren. Oh, da ist ein Morgan. Und da sind Asquins. Da ist aber auch einer. Ja, da ist auch einer. Aber erstmal gehe ich zu dem hier. Der hat keinen Stern. Da ist noch einer ohne Stern. Hier aber auch schon wieder dezent unwohl, weil das wieder viel zu viele werden. Und jetzt auch noch ein Morgan. Oh oh, ich laufe weg. So. Und so. Und 7. Und tschüss. Dann hier oben drauf. Energieschild. Und dann hier schön fröhlich Wurzeln runter. So. Holt mal auf da. Oh ja, 4 Asquins. Sehr gut. So, da noch einen hin.
Man sieht auch gar nichts. Ja, meine Wurzeln machen das schon. Halt, bleib stehen, Asquin. Du kriegst du schön auf die Schnauze, wenn du da stehst. Und du kriegst auch ein paar. Und noch eine Wurzel. Und Frost. Verdammt, da haut er wieder ab. So. Die da haben Sterne. Mhm. Ja, komm. Ich bleib bei den Wurzeln. Die machen sich doch ganz gut. Oh. Ja, ich glaube, die Nacht ist vorbei. Aber wir haben unser Glück versucht. Ich sammle mal den sämtlichen Loot hier ein. Wobei das überwiegend das hier sein wird. Das möchte ich natürlich nicht haben. Ich will den geilen Loot. Sag mal. Ich hoffe, es hackt. So. Und du stirbst auch. Energieschild. Loot aufgesammelt. Ich sehe gar nichts. Ich mache mir doch wieder mein Licht an. Oh, laggedy lag. Ja, jetzt speichert er. So, hier haben wir noch Asquins Stuff. Oh, Straußenfaden. Rausten brauche ich nicht. Oh, komm mal wieder klar, PC. So, es geht. Und hier ist nur Stein. Morgenherz. Das nehme ich definitiv mit. Anstatt Federn. Und ansonsten ist hier kein Loot, ne? Hier ist sonst nur Müll. Also Grausten haben wir ja jetzt. Mehr als genug. Oh, eine Trophäe. Die nehme ich mit anstatt Holz. So. Sehr gut. Und da sind noch ein paar Pilze. Vielleicht sogar Straußenfarn. Mal gucken. Ja. Hervorragend. So. Das lief doch gar nicht so schlecht. Also wir haben zwar keinen Asquin gefunden, aber wir haben ordentlich welche gekillt, damit wir, wenn wir wiederkommen, neu gewürfelt werden kann, ob sie vielleicht doch Sterne haben. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und schmeißen den Stuff erstmal ins Lootloch. Ja, theoretisch. Ich meine, die Nacht ist gleich vorbei, ne? Es lohnt sich jetzt nicht mehr, weiter zu suchen. Weil wenn gleich Tag wird, dann läuft er einfach weg und das war's. Ich habe auch gelesen, da bin ich mir allerdings nicht sicher. Daniel hat gesagt, wenn man sie nur verletzt, despawnen sie nicht. Ist das so? Die despawnen dann am Tag nicht, wenn man sie verletzt hat? Ich dachte, man muss sie mindestens einmal getamed haben. Also sie müssen was gefressen haben, dachte ich. Das ist gut zu wissen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen zurück.